Ich bin vollständig und geheilt und ganz leuchtend in der Widerspiegelung seiner Liebe. Du bist damit gemeint. Du, der sich vergessen hat. Du bist eine Widerspiegelung der Liebe Gottes. Erinnere dich. Du kannst dich erinnern. Es ist möglich. Wir müssen in diesem Vergessen nicht ausharren und hoffen, dass von außen mal irgendjemand kommt und uns erlöst. Nein, das müssen wir schon selbst tun, uns erinnern wollen. Können wir uns erinnern, indem wir unsere Urteile wahrmachen? Können wir uns erinnern, indem wir unsere Welt wahrmachen? Immer wieder die gleichen Urteile fällen? Immer wieder glauben, dass in der Welt irgendeine Illusion existiert? Können wir uns an Illusionen binden und hoffen, dass wir dadurch befreit werden? Geht doch nicht, oder? Ich kann mich ja nicht in einer Gefängniszelle anbinden mit schweren Ketten und hoffen, dass ich dadurch aus der Gefängniszelle entlassen werde. Das geht nicht. Oder? Aber wir binden uns ständig mit einer schweren Kette in unser geistiges Gefängnis. Und wir bemerken es nicht und wir tun es durch unsere Urteile, durch unsere Ideen, die wir auf die Welt projizieren, die der Geist auf die Welt projiziert. Wer ist in dir zu Hause? Das Ego oder der Geist Gottes? Das Ego urteilt, ganz natürlich, es kann nicht anders, denn es wurde aus Angst gemacht und Angst muss immer urteilen. Und der Geist Gottes liebt. Er kann nicht anders als lieben, denn er wurde aus Liebe gemacht. Und für was entscheidest du dich? Schau, ich kriege immer wieder mal erstaunlicherweise Filme zugesendet von sogenannten, also spirituell orientierten oder auch christlich orientierten oder esoterisch orientierten oder von sogenannten Wahrheitssuchern, in denen es sehr deutlich ist, dass hier nur Urteile gefällt werden. Ich kann darauf einsteigen, das ist meine freie Wahl, das ist übrigens die einzigste freie Wahl, die ich habe. Ich kann darauf einsteigen und befinden, dass die Welt ein schlechter Ort ist. Aber die Welt ist mein Geisteszustand, das vergesse ich. Und ich finde immer wieder Beweise, dass dies wahr ist. Ich befinde immer wieder Beweise, dass mein Geisteszustand wahr ist. Guck, ich habe doch recht. Siehst du, ich habe es schon immer gesagt. Schau, hier müssen wir etwas tun. Und die Einladung von uns ist, das Richtige zu tun, und das ist vergebend, darauf zu schauen. Nicht mehr unsere Augen dafür benutzen, um diese Urteile wahrzumachen. Wir wollen hier das Richtige tun. Wir wollen nicht mehr die Dunkelheit bestätigen und somit an der Dunkelheit leiden, an der Depression, an der Krankheit und an dem Schmerz. Wir sind hier, um uns davon zu erlösen. Du wie ich.
Und dann staune ich immer wieder, dass die Menschen der Ansicht sind, dass ich mich für so etwas interessieren würde. Ich staune wirklich. Aber offensichtlich sind sie der Meinung, ich bräuchte noch Aufklärung. Oder es gibt immer wieder christlich orientierte Menschen, also religiös-christlich orientierte Menschen, die der Ansicht sind, das, was ich hier sage, hätte nichts mit Nächstenliebe zu tun. Es wäre eine falsche Lehre. Und dementsprechend werde ich dann auch angegriffen von diesen urteilenden religiösen Christen, die der Ansicht sind, dass etwas falsch läuft, dass die Lehre zum Beispiel des Kurses im Wundern eine falsche Lehre ist, dass Jesus zum Beispiel für unsere Sünden gestorben sei, dass immer noch Schuld und Sünde in uns ist, dass Krankheit und Leiden in uns ist, dass wir viel Buße tun müssen, um zu Gott zu finden, und dass Gott nicht in uns ist, sondern wir außerhalb von ihm. Wir sind keine Sünder. Wir sind nicht schuldig. Jesus ist nicht für uns am Kreuz gestorben. Da wäre ja schön blöd. In uns gibt es keine Fehler. Und Gott würde niemals über uns urteilen. Das sind alles Fehllehren. Da ist keine Liebe, das sind Urteile. Und auch wir sind hier, um diese Urteile zu beenden. Würde Gott uns jemals eine begrenzende Unterstützung geben? Würde das Licht jemals über uns, über dich urteilen können? Du hast so viele Fehler gemacht, du musst jetzt viel Buße tun und noch viel leiden. Nein, Gott, der Liebe ist, würde dir einfach sagen, hey, wach auf aus deinem Albtraum und schau, dass in dir nichts ist und dass du frei bist. Du kannst deine urteilenden Ketten ablegen. Du brauchst sie nicht mehr. Denn du bist eine leuchtende Widerspiegelung meiner Liebe. Das würde Gott dir sagen, wenn du ihn hören würdest. Und durch den Kurs in Wundern bekommen wir diese Information. Information. Und wir können diese Information ablehnen, weil wir noch an unsere alte Geschichte glauben, oder wir beginnen etwas Neues zu lernen. Ich habe gestern Abend einen Tierfilm angeschaut, eine Dokumentation war das. Und da wurden, es war auf einem Gnadenhof, glaube ich, nennt man das, und da wurden Pferde, die zum Beispiel, oder Kühe, die zum Beispiel ihr ganzes Leben in einem Stall standen, wo sie nicht nach rechts und nicht nach links laufen konnten, sondern nur geradeaus. Die mussten wieder lernen, dass man auch nach rechts und nach links laufen konnte und nicht nur geradeaus. Fand ich sehr erstaunlich. Und so geht es uns. Wir wurden so sehr domestiziert in unserem Denken, dass wir nicht gelernt haben, hey, wir können auch in eine andere Richtung denken. Nach rechts und nach links geht es auch. Wir müssen nicht nur geradeaus laufen, stur in den Tod hinein und vor uns fachsimpeln und die Illusionen immer wieder wahrmachen und Experten der Illusion werden, mit unseren Professortiteln
mit unseren urteilenden Professortiteln. Es geht auch woanders hin. Ja, und dann brauchen diese Kühe, obwohl sie bei anderen sehen, brauchen eine total lange Zeit, bis sie mal kapieren, ich kann nach rechts und nach links laufen. Obwohl sie es bei anderen sehen, nehmen sie es immer für sich selbst noch nicht wahr. Sie sind so sehr eingesperrt in ihrer Matrix der Hilflosigkeit, in ihren urteilenden Gedanken. Wenn ich nach rechts und links laufe, erfahre ich etwas außerhalb meiner Grenzen. Und das ist natürlich gefährlich. Ich muss mich in meinem Schützengraben verstecken. Seien wir doch nicht mehr wie die Kühe, die zum Schlachthof laufen. Bemerken wir doch, dass wir freier Geist sind und eine Widerspiegelung der Liebe Gottes. Lassen wir uns doch nicht mehr vom Ego in unserem selbstkomatösen Zustand immer wieder Einflüsterungen zuwerfen, indem wir glauben, dass wir begrenzte Körper sind. Wir sind keine Körper, wir sind eine Widerspiegelung der Liebe Gottes. Und das muss uns offensichtlich noch tausendmal gesagt werden, bis wir wie die Kuh nach links und nach rechts laufen und bemerken, wow, da gibt es auch feine Gräser, da gibt es auch feine Kräuter, da gibt es etwas völlig Neues und anderes zu erleben. Und so wird die Welt für uns bunter, leuchtender, farbenfroher. Unsere Augen sind es, durch welche die Schau Christi eine Welt sieht, die von jedem Gedanken der Sünde erlöst ist. Unsere Ohren sind es, die die Stimme für Gott verkünden hören, dass die Welt sündenlos ist. Unsere Geister sind es, die sich miteinander verbinden, indem wir die Welt segnen. Und aus dem Einssein, das wir erlangt haben, rufen wir zu allen unseren Brüdern und bitten sie, dass sie unseren Frieden mit uns teilen und unsere Freude vollenden. Ja, wozu möchtest du deine Augen benutzen? Deine Hände, deine Füße, deine Ohren? Möchtest du dich heute im Geiste mit all denen verbinden, über die du geurteilt hast, und ihnen den Segen Gottes geben? Denke mal an irgendjemanden, mit dem du noch in Konflikt bist. Und jetzt, du musst nicht wissen, wie das geht. Stelle dir vor, dass du dich mit ihm im Geiste verbindest. Du brauchst nur zu sagen, ich bin jetzt im Geiste verbunden mit dir. Und wir empfangen hierin den Segen Gottes. Und hierin werden alle Blockaden geheilt. Hierin wird aller Schmerz geheilt. Hierin werden die Tränen getrocknet. Hierin findest du Frieden. Und hierin wirst du bemerken, dass Trennung niemals die Lösung ist. Hierin heilst du und derjenige, mit dem du im Konflikt bist. Hier findet Frieden statt. Du kannst dich immer im Geiste mit dem anderen verbinden. Und dir erlauben, jetzt den Segen Gottes zu erfahren.
und das alte Versprechen wird eingelöst. Das alte Erbe wird angenommen. Immer, wenn wir uns im Geiste verbinden, empfangen wir die segnende Liebe Gottes, worin wir heilen und alle Schmerzen, alle Sorgen, alle Probleme und Konflikte dahinschmelzen. Tue dies immer wieder, morgens, wenn du aufstehst, mittags, wenn du Pause machst und abends, wenn du zu Bett gehst und den Tag Revue passieren lässt und dich somit heilen lässt. Tue das immer wieder, bis du bemerkst, wie wahrhaft glücklich du bist. Bis du bemerkst, wie reich du bist und wie es sich anfühlt, eine Widerspiegelung Gottes zu sein. Verbinde dich im Geiste mit allem und mit jedem. Und erlaube dir hierin die segnende leuchtende, Kraft Gottes zu sein. Erlaube es dir, mehr brauch es nicht. Und du hast einen weisen Führer an deiner Seite, der dich in diesem Unterfangen unterstützt. Er nutzt deine vielleicht noch Unsicherheit. Er nutzt deine Bereitschaft, denn er will, dass du im Frieden bist, mit all denen, mit denen du noch im Konflikt bist. Tue nur dies und staune, wie leicht es um dich herum wird, wie sorgenfrei du den Tag verbringst, und wie du dich mehr und mehr führen lässt, wie deine Füße dich an Orte tragen, in denen du hilfreich bist, wie deine Ohren dazu genutzt werden, um nur noch segnende Worte zu empfangen und deine Augen Ausschau halten nach der Liebe Gottes. Wenn du beginnst, Ausschau zu halten nach der Liebe Gottes, wirst du diese überall finden. Wenn du nach Problemen Ausschau hältst, nach Trennung Ausschau hältst, nach deinen Urteilen Ausschau hältst, wirst du auch diese überall finden müssen. Deshalb überlege dir wohl, nach was du heute Ausschau halten willst. Lektion 352. Urteil und Liebe sind Gegenteile. Von dem einen kommen alle Kümmernisse der Welt, doch von dem anderen kommt der Frieden Gottes selbst. Die Vergebung schaut allein auf Sündenlosigkeit und urteilt nicht. Durch diese komme ich zu dir. Urteil wird meine Augen binden und mich blind machen. Die Liebe aber hier in der Vergebung widerspiegelt, erinnert mich daran, dass du mir einen Weg gegeben hast, und deinen Frieden wiederzufinden. Ich bin erlöst, wenn ich beschließe, diesen Weg zu folgen. Du hast mich nicht ohne Trost gelassen. Ich trage in mir sowohl die Erinnerung an dich
als auch an einen, der mich zu ihr führt. Vater, ich möchte heute deine Stimme hören und deinen Frieden finden, denn ich möchte meine eigene Identität lieben und ihr die Erinnerung an dich finden. Urteil und Liebe sind Gegenteile. Von dem einen kommen alle Kümmernisse der Welt, doch von dem anderen kommt der Frieden Gottes selbst. Wähle heute weise, lass deine Urteile heute einmal ruhen. In Wirklichkeit, wenn du genau hinschaust, brauchst du sie doch gar nicht mehr, stimmt's? Eigentlich sind sie bedeutungslos. Eigentlich haben sie dir nichts zu geben. Eigentlich, wenn du genau hinschaust, zeigen sie dir nur deinen noch ungeheilten Schmerz. Den kannst du heute heilen lassen, wenn du dich mit all den Geistern verbindest. Wenn du dich mit allen Geistern verbindest und die segnende Liebe Gottes empfängst. Höre, praktiziere und erfahre. Danke. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser.